Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder an Minecraft und heute möchte ich euch den Lifeboat-Server vorstellen in der Bedrock Edition und möchte euch einfach mal sagen, was es hier alles so zu spielen gibt. Und wir fangen direkt an mit den Survival Games. Ich glaube, jeder müsste wissen, was es ist. Es gibt einfach eine Karte mit Kisten drauf und ich glaube, 8 Spieler sind es hier, können da drauf mitspielen und dort dann gegeneinander antreten. Kommt halt drauf an, welchen Loot dann, man dann in diesen Kisten bekommt. Und ja, wir machen weiter mit dem spannenden Teil, und zwar den Survival Mode, den ich wirklich ziemlich gut finde bei dem Liveboard Server. Der Survival Mode ist nämlich einfach eine ganz normale Welt, wo man mit, ich glaube, 100 anderen Spielern drauf spielen kann. Das kann natürlich dazu führen, dass Leute einfach so dich töten, weil sie halt nicht mit dir sprechen können. Aber eigentlich sind die meisten auf diesen Servern freundlich. Dann haben wir noch Bed Wars, was ich ziemlich cool finde. Wir können ja einmal reingehen. Haben jetzt hier die Möglichkeit in Solo-Duos oder Squads. Und wir gehen einfach mal rein. Es hat jetzt funktioniert, genau. Und man kann jetzt hier noch für eine Webmode voten. Ich habe jetzt hier schon gewotet. Man kann hier auch zu dem hier rangehen. Und ich kann jetzt hier einfach mal den Dschungel wählen. Und da oben, da unten seht ihr den Timer in der Action Bar. Und jetzt müsste es eigentlich auch schon losgehen. Genau, das ist unser Bed-Item hier. Hier sind die Dropper. Was ich ein bisschen schade finde hier bei dem Bed Wars, ist, dass es alles hier so lange dauert, bis man zu der nächsten Kategorie kommt. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, also der Modus ist ja eigentlich schon ganz gut. Genau, das war's erstmal. Wir können jetzt hier wieder verlassen mit Slash Hub. So, jetzt sind wir hier wieder im Hub, genau. Und jetzt gibt es hier noch Skyblock und Prison. Da geht es darum, Erze abzubauen, um quasi neue Rohstoffe zu bekommen. Ich kann ja mal kurz warten, bis es hier alles lädt. Ja genau, also man muss sich hier quasi so Spitzhacken und Werkzeuge und so kaufen, damit man dann Diamanten und Erze einfach abbauen kann. Damit habe ich mich jetzt noch nicht so doll befasst, aber ist eigentlich schon ganz cool. Wir gehen mal zurück. Und dann, nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, anscheinend funktioniert das jetzt hier ziemlich schlecht. Lobby müsste eigentlich auch funktionieren. Nee, es funktioniert nicht. Dann müssen wir hier zu dem Navigator. Hier kann man nämlich auch noch Sachen machen. Zum Beispiel zum Liveboard Store und so. Aber wir gehen mal hier zurück zur Lobby. Und dazu möchte ich noch sagen, dass es hier keine Werbung für irgendeinen Server ist. Das gilt auch für die letzten Server, dass es keine Werbung für die ist, sondern weil ich euch einfach zeigen möchte, was es für Server so gibt. Möchte die einfach mal vorstellen, was ich darauf so spiele und was ich empfehlenswert an diesen Servern finde. Empfehlenswert finde ich jetzt hier diesen Survival Mode, aber das war es jetzt erstmal, außer dass man hier halt noch ein paar Sachen holen kann. Mit Echtgeld oder hier einfach diese Standardsachen noch spielen kann, wie Skywars. Zombie-Apokalypse ist jetzt, glaube ich, auch auf ein paar Servern. Da hat man hier dann nochmal eine kleine Übersicht. Also eigentlich auch ganz cool. Also einfach diese Standard-Server-Spiele sind hier auch noch mit drauf. Hier Capture the Flag, Liveboard City, das ist, glaube ich, sowas wie ein Roleplay. Und den Creative Mode, einfach was zusammenbauen. Und hier hinten gibt es dann alles für Echtgeld. Genau, das war's jetzt erstmal. Wir haben jetzt hier unten noch ein paar Items, wo man dann zusammen mit, also sich so Freundschaftsanfragen schicken kann und zusammen mit denen in eine Lobby gehen kann. Also ist ziemlich kompliziert und umfassend, aber wenn man sich da einmal mit auskennt, ist es eigentlich schon ganz gut. Und hiermit beende ich auch das Video. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen mit den Liveboard-Server. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.